herzlich willkommen zum American Truck Simulator Multiplayer. Ja, der Chaos-Konvoi startet wieder aus dem Euro Truck Simulator 2 bekannt. Ich stehe ganz vorne mit meinem Truck und ich stelle euch jetzt noch mal kurz vor, wer heute dabei ist beim ersten Treffen. Einmal der Rock Talks. Hallöchen! Warum hast du eine deutsche Flagge? Weil es cool aussah. Weil Österreich zu Deutschland gehört, ne? Ja, ja. Ist so in der Art. So, Spielbier. Moinsen. Genau, dann haben wir hier die Frau, die alles kann, Trinity. Hallo. Ja, im Gegensatz zu guten LP, der gar nichts kann, er kann sich nämlich nicht mal einen Auflieger holen. Nee, das geht nicht. Kaputt, Auflieger. Und dann haben wir hier noch den Trainsar, den Erik. Yes, baby. So. Kurze Information auch für meine Mitkollegin, wo es hingeht. Ich schaue gerade nochmal, ich glaube, es geht nach Bakersfield. Genau, Bakersfield. Ich habe Kleidung nach Bakersfield. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der läuft. Wir haben es vorher nicht ausprobiert, wir nehmen einfach volles Risiko und jetzt ist da erstmal die Ampel rot. Und ihr wisst alle, dass das... Ach, aber rechts darf ich ja wieder abbiegen eventuell, ne? Ja, vielleicht. Dann versuchen wir eventuell. Es eventuell. Ja, wenn man weiß es nicht. Ja, wenn wir Chaos-Konvoi machen, ist prinzipiell Nacht und es ist, kommt prinzipiell ein Update. Ja. Ja. Also wir sind jetzt hier in Las Vegas, da ist ja nie Nacht. Ich habe jetzt auch nichts bezahlen müssen, also das ging. Las Vegas, Las Vegas ist in der Nacht doch eh schöner. Ja, stimmt. Blackjack und Nutten. So, und was noch zu sagen wäre, was neu ist offensichtlich, ist, dass man die Mitspieler auf der Map sieht und Steam-Freunde dann sogar in grün, ne? Richtig? Mhm. Ja, ist echt eine coole Sache. So, heißt, irgendwen von uns habe ich nicht auf Steam. Ich glaube, das ist Guten. Wer ist ein Vorletzter? Ja, den Guten habe ich auch nicht auf Steam. Hey. Guten, du musst uns mal adden. Ich glaube, ich habe niemanden auf Steam. Benutzt Steam nie. Guten hat null Freunde. Jetzt hätten wir erstmal versucht, aus der Stadt rauszukommen, ja? Heil. Erstmal raus hier. Das ist ja Transrapid, geil. Und warnt vor Motorfunktion. Nicht der Transrapid. Das ist nur die Einschienenbahn. Ach, Monorail. Sieht aus wie der Transrapid. Der Transrapid fährt nur in China. Ja, aber aus wie der ICE auf so, wer kennt jetzt das Lied von den Simpsons, Monorail? Ja, das kenne ich noch. Monorail, Monorail. So, dann haben ja auch theoretisch keine Cops, die einem ständig hinten am Rockzipfel hängen und uns wegen zwei meinen zu viel gleich mal $1000 aufbrummen. Ich gehe immer, also wenn ich spiele, ich gehe da immer auf Polizeijagd und nehme die auf die Hörner mit dem LKW, ist lustig. Was viel schlimmer ist, du hast den Trainsar hinter dir. Das ist viel schlimmer. Ach du Scheiße. Ja, vor allem, pass auf, ihr wisst ja, Trinity frisst gern LKWs. Ja, genau. Aber jedenfalls im ETS gern. Aber immer ja, so. Und vielleicht ist es ja so, dass wenn man rechts abbiegt, vielleicht muss man ja erst stehen bleiben oder so, kann das sein? Ja, möglicherweise. Möglicherweise, unter Umständen möglicherweise vielleicht. ja, wir werden es so machen, dass auch die Kollegen dann mal überholen, ne? Nicht, dass alles genau immer vor mir leer ist. Und ich würde sagen, ich mache heute mal so, ich werde jetzt einfach mal einem das Wort erteilen und wir machen bei der ersten Tour das Thema, wie findest du den American Truck Simulator? Wer ist denn ganz hinten gerade? Ich. Der Erik ist wieder mal der Letzte, alles klar. Wie in der Schule. Ich bin der Letzte. Ich bin das Letzte. Aua! Autsch! Aua! Geht direkt hier los. Ich hab irgendwann von hinten angeschoben. Schöner Nigelnagelneuer. Ja, ich hab ihn auch gerade erst gekauft quasi. Der ist schon gekauft. Vielleicht hätte ich mich anhalten sollen bei Grün. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Boah, da ist die Pyramide da. Dieses, wie heißt das? Das Casino? Ich kann nicht bremsen. Wer war denn das jetzt? Ich glaube, ich bleib einfach vorne. Könnt ihr mal bitte schubsen? Das habe ich schon hinter mir. Ich habe hier ein kleines Problem. Also ich höre es immer scheppern und ich merke auch, dass mir hinten jemand drauf brettert, aber. Trenzer, schubst dich mal. Hier geht ja nicht mehr. Lass mich schubsen. Alter Mann, liegt wie eine Schildkröte am Boden. Mein Truck sagt mir Visit Service. Ach komm. Ja. Ja. Naja. Wir müssen das aber vertagen. Wenn wir angekommen sind, ist das erlaubt. Vorher nicht. Ja, toll. Das ist hier Gruppensex, oder? Rocktops, dann lass dich zurückschicken und dann... Ach Mann, wer war denn das jetzt?
also du bist vorne aufgedötzt und ich bin in dich eingedötzt und dann bist du umgefallen. Ja, das hat man gemerkt. Ja, was seid ihr denn jetzt? Ich fahr dich schon wieder hinterher. Okay. Ich muss mich gerade nur schnell reparieren, drei weil... Kilometer Abstand. Ja, das ist eine gute Idee. Der hat mich ja ein bisschen auf die Hörner genommen. Ja, das tut mir leid. Ja, das tut mir sehr leid. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin irgendwo. Der Spielball ist ja auch so ein Demo, der nimmt ja alle gerne auf die Hörner. Boah, jetzt muss ich auf die Karte gucken. $1000 gehen wegen roten Ampeln drauf. Ey, meine Fresse, das sind ja vierspurige, das ist ja Wahnsinn. Ja, wo seid ihr denn? Ich dachte mir auch schon so vierspurig, was ihr werdet bei mir nicht auf der Karte angezeigt, das ist ganz lustig. Wir sind schon zu weit weg vielleicht. Wahrscheinlich. Wo seid denn ihr ungefähr? Bei Casino. Genau. Ja, welches Casino? Das ist sehr schön. Wir sind im Süden von der Stadt. Richtung Kulm. Richtung was? Kulm oder so. Warte. Richtung Prime. Ich kann ja während der Ding die Karte nicht aufrufen. Wir sind gerade auf der Auffahrt auf den Highway. Oh, das ja, ich 15 oder 93? Warte. Wir fahren auf die 15. Richtung Geisbock. Unten, nach unten. Richtung Prim, okay, ja, das wollte ich wissen. Oh Mann, ey, Jungs. Ja, soll ich jetzt warten oder was? Oder nee, ja, ganz nicht, nett. Ja, ich kann bloß jetzt nicht, jetzt bin ich direkt in der Einfahrt da. Ja, wir warten schon auf der Autobahn. Die Autobahnen haben ja auch alles so einen Rocktox-Streifen. Man wartet einfach auf dem. Genau, der Rocktox-Streifen. Das haben nicht meine Zuschauer im Livestream schon gesagt. Standstreifen gehört nur Rocktox, also ist der Rocktox-Streifen. Ja, wir müssen ein bisschen uns noch dran gewöhnen wieder, ne? Multiplayer, dass wir nicht alle durcheinander labern. Ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe jetzt Motorfehlfunktionen, also hinter mir. Ich habe sie schon repariert. Okay, danke für die Warnung. Ja, nur so zu nur so muss erzählen. Muss ich mal finden, ey. Wir machen jetzt auch ganz langsam. Into the city. Ich muss mich echt erstmal wieder dran gewöhnen. Ich werde noch ein Stück vorfahren. Ja, damit wir alle reinpassen, ne? Leaving Las Vegas, ich bin jetzt, ich bin raus. Elvis has left the building. Yes. So, dann stelle ich mich jetzt mal dahin und warte. Oh, ich fahre in die richtige Richtung, mal gucken. Ich bin abenteuerlustig heute, ich ziehe das durch mit dem Motorschaden. City Prim, ja, ist richtig. In GTA Online könnte ich dir jetzt einen Raketenwerfer hochschießen, aber... Ja. So als Signal. Das wollte ich auch mal machen, geht hier online in eine Chaos-Konvoi. Das wäre sogar richtig Chaos geworden. Ja, das hatten wir fehlt dir jetzt noch? Dann hast du mich in die Luft gejagt, das habe ich nicht vergessen. Was? Du fehlst noch. Ich weiß, ich gebe ja schon Gas. Ich sehe schon das Autobahnkreuz. Okay, ja. Da kann man nochmal schnell ins Casino gehen. Dass die Affenköpfe immer ständig hupen müssen. Ja. Was passiert denn da drüben? Wo? Wo ist das? Ein YouTuber. Was? Ein YouTuber ist da. Ah ja, schön. Ja, fährt rückwärts, den zeigen wir gleich an. Auf der Autobahn einfach mal rückwärts. Ich sehe auf der Map. Wir haben ja hier Beweismaterial. Ich hoffe, ich nehme auf. Also ich bin jetzt Brenner. Geht ja eh schon wieder lustig los, ey. Wir fast der ganze Folge weg und wir sind noch nicht mehr aus der Stadt rausgekommen, richtig. Ja, aber das ist doch ein gutes Zeichen, es ist eine große Stadt, ne? Wisst ihr, was wir jetzt machen? So. Jetzt fangen wir mal an. Ja, das ist der Chaos. Der Rocktox erzählt jetzt mal, was er vom American Truck... Jetzt fährt er vorbei, oder was? Ich wollte vorbei, wenn wir da meine Position. Aber du könntest das Licht anmachen. Oh, ich hab auch gerade die Strafe bekommen. Also, der Rocktox überholt jetzt und erzählt uns jetzt, wie der American Truck Simulator ist. So, ich soll es jetzt erzählen. Ja. Also meine Meinung dazu ist, es ist eigentlich mehr Revolution statt Evolution. Also es hat sich sehr viel geändert, aber vom Grundprinzip, vom Spiel her selber, ist es eigentlich ja wie der ETS-2, nur halt andere Map. Und er ist erheblich schwieriger geworden, was man an den Strafen sieht. Weil man zahlt ja jetzt für Schnellfahren gleich mal 1500, also mein erstes Profil durfte ich gleich wieder in die Tonne kloppen, weil ja, ich hatte kein Geld mehr. In den ganzen Strafen und Unfällen. Echt? Und kommt ich dachte, ich schlag mich so schlecht, aber anscheinend bin ich ja noch gut dabei, ey. Also ich habe einen Kommentar geschrieben, das Geschlecht, der Harald hat 7 Folgen ohne Unfall. Ist das so? Ich habe glaube ich nicht mal eine Sekunde ohne Unfall überlebt. So, ich fahre jetzt wieder auf den normalen Streifen. Ja. Ich habe auch gerade schon wieder gesehen, dass das laggt. Also ich halte jetzt mal ein bisschen Abstand. Yay.
Nee, aber vom Feeling her, also wenn man dann über die Landstraßen brettert, die da ewig dahin fährt und dann in meinem ersten Stream halt dann auch ein bisschen Countrys und Country-Radiosender angemacht, das war schon ein cooles Feeling, also so ein bisschen das Convoy-Feeling kommt da schon rein. Du meinst den Film oder was? Ja, ich meine den Film. Ja, musst du ja dazu sagen, weil natürlich kommt bei einem Convoy-Feeling auf. Nein, ich meinte schon natürlich das, den Film. Müssen wir auch mal schauen. Ich glaube, ich baue da vielleicht sogar irgendwie das Lied ein. Das müsste eigentlich GEMA-frei sein, was ich weiß. Ja, und es ist natürlich typisch, dass jetzt Nacht ist, ne? Das war klar. Ja, das... Er fährt zu schnell. Aber mir leckt es auch. Naja, ich sag mal so, haben ich halte mal lieber 500 Meter Abstand, weil... Kenn ich doch. Ich fahre jetzt 50, damit ihr halt nachkommt. Ja, ich fahre 55. Ich fahre 58. Ich fahre sogar 60. Ja, ich sehe es halt manchmal, wie Rock Talks mit seinem fetten Arsch so ein bisschen nach hinten ausschlägt. Kann auch mal vollbremsen, wenn du willst. Wow! Ui, wer ist denn jetzt? Wir hatten jetzt die ehrenvolle Aufgabe, uns zu überholen, das wird's ja lustig. Das bin ich. Ja, ach du meine Güte. Oh Gott. Oh nee, die Trinity, das gibt Crashs. Ja, der Typ hier weiß nicht was, ja. Ja. Dann sollten wir jetzt aber vielleicht erst ein bisschen langsamer machen vorne. Dann kommt man gar nichts und dann kommst du. So, ich soll es überholen, okay. Ja, also ich würde mal sagen, wir müssen dann ein bisschen langsamer machen dann, ne? Oder? Sonst wird es schwierig. Ja. Ah, Trinity schafft das schon. Die schafft das. Frauenpower. Ich fahr langsamer, Achtung. Ich bin mal am Beschleunigen. So langsamer, aber sicher. Ich fahr mal ein bisschen also schon Richtung Strandstreifen. Strandstreifen. Ich bin übrigens komplett wahnsinnig. Brauchst du nicht, ich spiele hier wirklich nicht mit einem Multiplayer-Profil, sondern mit meinem Einzelspieler. Komm nur nicht irgendwie auf ich auch. Ich drücke hier so mit unter knapp 50 mph um. Ich musste extra in-game musste ich so. Noch mal meine Mods, also, meine ich blinke. Banzai. Ich musste extra meine LKWs nochmal verkaufen, damit ich in den Multiplayer reinkomme. LKWs voraus. Oh oh. Und Rock Achtung! Ich komme hier angeschossen. Achtung! Bremsung! Ach so, wir haben ja gar keinen Gegenverkehr. Ich war gerade Außenperspektive, weil ich Aufnahmen mache, eventuell für ein Intro. Ja, dann bauen Unfall, das ist dann cool. Kann ich eigentlich passiert oft genug. Ah ne, Rockdog ist der Erste. Ja, ich bin der Erste. Ich muss ja sagen, ja, komm. Das Intro vom Spiel ist ja natürlich aus. Wieder genial. Was spannender. Oh mein Gott. Wir machen das jetzt so, ja? Immer nur der Vorderste hat das Wort und ich habe sowieso immer das Wort. Weil sonst geht es total durcheinander hier. Jetzt hat Trinity das Wort. Erste. Ja. Ja, jetzt kannst was du mal erzählen. Was wollt ihr denn wissen? Wie weit hast du denn jetzt gespielt schon? Ich habe alle Städte erkundet, habe den ein oder anderes Achievement freigeschaltet, habe eine Niederlassung, einen Fahrer und einen eigenen Truck. Voll die Streberin, ey. Ja. Ja, ich krebs ja noch mit meinem, ich muss ja meinen Kredit noch abbezahlen. Das muss ich auch noch machen. Und ich habe die letzte Kohle hier in meinen neuen Truck reingesteckt. Und ich bin gerade mit $3,453 reich. Ach so, du hast den Truck jetzt erst gekauft? Ja. Okay, also heute Mittag. Ja, okay, alles klar. Aber schon den Mitarbeiter, ey. Das hat bei mir nicht geklappt. Da habe ich nicht genug Kohle gehabt, ey. So eine Scheiße. Oh, oh, vor uns Unfall. Oh. Mega Unfall. Oh. Da ist aber auch Menge was los hier. Da geht's wieder rund. Ich habe jetzt heute mit der Post, gestern mit der Post bekommen, dieses Track-Teil. Bin ja schon gespannt, wie das ist. Was ist da los jetzt hier? Warum fahrten ihr da auf dem Standstreifen? Weil es da vorne Unfall war. Und ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich will nicht noch einen Kratzer reinkriegen. In meinen niegelnagelneuen Track. Oh! Alter! Oh, oh. Alter! Nochmal! Oh. Und nochmal! Vorsicht! Ja, ist das vorbei. Was kommt davon? Hat's ihn rausgehauen wenigstens? Ja, immer diese Niederländer. Ja, er blieb am Zaun hängen, aber ich könnte jetzt was sagen, aber ich mach's lieber nicht, das wäre rassistisch den Holländern gegenüber. Ah komm, Holländer darf man beschimpfen. Holländer! Ja, also, die fahren so, wie ihre Wohnwägen aussehen. So, also jetzt, also ich dachte jetzt, wenn man aus der Stadt draußen ist, haben wir ein bisschen
freie Bahn, aber das ist ja echt die Hölle los. Hier, schaut euch mal die Straße an. Ja. Es sind ja nur zwei Bundesländer. Das ist ein bisschen wenig Platz. Bundesländer, jawohl, genau. Bundesländer. Staaten, ist doch egal. Bundesländer und Staaten. Geradeaus. Okay. Ja. Ob wieder was nimmt? Da steht einer quer. Das sieht ja nicht aus wie ein Highway, Leute. Das sieht aus wie eine scheiß Ameisenstraße. Mach mal das Fernlicht an. Gott, hab ich Angst, ey. Ich freue mich ja schon drauf, wenn die Hub 66 da ist. Das wird genial. Yay. Das könnte noch eine Weile dauern, bis die komplett ist dann. Wer ist denn der letzte gerade? Ist hinter mir noch jemand? Anscheinend nicht. Es hat eine... Das muss man schon sagen, es hat eine sehr schlechte Performance. Dann, also bei mir laggt es die ganze Zeit. Dann bin ich anscheinend jetzt der Letzte. Ja, dann muss der Spieler jetzt nach vorne kommen. Oh. Weil der schneidet mich hier aber nicht schlecht. Brace yourself. Entschuldigung. Wartet mal, ich glaube... Ja, werde ich zum Tier. Also rechts halten auf jeden Fall, ja? Falls da rechts runter geht, müssen wir rechts runter. Ich überhole jetzt. Ist mir jetzt egal, was da kommt. Motorfehlfunktion oder sonst was. Nee, wir müssen geradeaus. Anscheinend, das ist ein bisschen schwer zu sehen gerade. Oh, Alter, was war das für ein Lag? Bei Trainsau, das war ganz knapp. Guten. Da hat also kein Stecknadel mehr dazu. Ich komme. Ich komme. Er hat noch so Stöhngeräusche, das passt ja. Ich komme. So, ich bin vorne. Ja, nee, halt, warte mal, das ist ja Rocktox da vorne. Ich muss ja noch weiterfahren. Ja. Wenigstens gibt es keine Geschwindigkeitsübertretungen, ne? Weil ja die KI-Funktion. War der schon mit Fernlicht? Ja, ich denke schon. Ich wurde schon wieder geschimpft, dass ich mit Fernlicht fahre. Oh Gott, da kommt was. Ich zieh rein. Gut. Ich bin König, ja. Du bist ein Arsch. So. Der Typ, der hat uns, der folgt uns aber schon seit Las Vegas. Also ich bin jetzt vorne. Gut. Soll ich jetzt was erzählen? Also, boah, Trainsa ist aber richtig flugi heute. Soll ich jetzt... Trinity nicht langsamer werden. Soll ich jetzt was über den American Truck Simulator erzählen? Ja, wenn du das möchtest. Also der American Truck Simulator, ich muss sagen, es ist halt wie erwartet eigentlich. Man hat es ja auf der Gamescom schon gesehen. Es ist dieselbe Engine wie der ETS. Es ist im Prinzip dasselbe Grundgerüst wie der ETS. Aber es ist trotzdem irgendwie geil. Ich hatte direkt irgendwie wieder Bock zu fahren und irgendwie Aufträge zu machen und so. Und ich bin, glaube ich, zu schnell. Kann das sein? Ich ziehe euch gerade davon. Ein bisschen, ja. Okay, ich bremse ein bisschen. Können wir irgendeine Geschwindigkeit vorgeben, die wir einfach alle fahren? Keine Ahnung, Hausnummer 50. Oder? 50. Ja. Das wird nicht klappen, ey. Weil, wie gesagt, das hier ist ja voll, die ganze Straße. Schaut wirklich aus wie eine Ameisenstraße hier. Bin ich eigentlich jetzt der Letzte oder ist noch einer hinter mir? Ich bin noch hinter dir und ich glaube, hinter mir ist noch... Müssen wir eigentlich irgendwo abbiegen oder so? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, wir müssen nach vorne rechts. Ah! Gut, dass du gefragt hast. Jetzt rechts abbiegen. Okay, Ich weiß ja nicht, wo ihr genau seid, aber da vorne geht das rechts weg. Das war knapp. Das hätte keine Sekunde später kommen dürfen, diese Info. Alter! Sag mal, ist da gerade einer über die Prärie gefahren? Ja, ich. Aua! Das ist eine Abkürzung, das ist super. Boah, ich stelle mir jetzt die Bremsen auf 100%, glaube ich. Oh, das ist nicht mehr zweispurig. Oh shit! Was machst du denn? Oh. Ah, spiel er! Ich muss reinziehen! Was machst denn du? Es geht um Leben und Tod! Verzeihung. So. Ich spiel mir Raudi, ey! Nein, ich musste mein Leben kämpfen! Ah, witzig wäre es noch, wenn wir auf so einer einspurigen Straße gleich fahren und uns LKWs entgegenkommen. Das fahren sie gerade, deswegen war gerade hier dieses Theater. Ja, vor allem jetzt ist ja lustig jetzt. Die ganze Zeit war ja überhol kein Problem, das war ja für Luschen, aber jetzt kommen ja wir dran und wir können ja nicht einfach. Ja, da kann schon Gegenverkehr, kann schon mal passieren. Das sind diese rollenden Büsche, ich weiß nicht, die Dinger. Dornbüsche? Dornbüsche, ja. Tumbleweeds heißt die. Und da vorne rechts kommt gleich das Bates Motel. Ich hab noch nie einen gesehen. Genau, das hab ich den Tag nämlich auch entdeckt. Ja. Habt ihr eigentlich auch das UFO schon gesehen oder war das ein Flieger? Echt, Bates Motel ist da? Ja, das ist hier rechts jetzt. Im Dunkeln sieht man es leider nicht so gut, aber man sieht das Haus von Norman Bates auf dem Hügel. Ich habe einen Screenshot gemacht, wenn du aussteigst quasi aus dem LKW und du aus dem Truck und du gehst hoch an das Haus mit der Außenkamera, siehst du eine weibliche Gestalt am Fenster stehen. Ich frage mich ja jetzt, ist es die Marion Crane oder ist es Norman Bates als Mutti sozusagen? Ich glaube letzteres, oder? Entschuldigung, dass ich jetzt frage, wer ist Norman Bates? Die junge Generation. Kennst du nicht den Film Psycho? Duschszene, nein. Abstechen, also schwarz-weiß. Ich kenne die Szene, ich kenne den Titel, ich habe ihn aber noch nie gesehen. Hitchcock. Ich habe ihn noch nie gesehen. Da gibt's sogar ein Remake übrigens, was nicht so toll ist.
Ja. Mit Vince Vaughn. Müssen wir irgendwo abbiegen oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt hier an der Tankstelle. Ja, warte mal. Weiß ich. Ich bin weit hinter, also wir das sind Problem weit ist, hinter euch. Das Problem ist, wir können ja auch nicht stehen bleiben. Der Gurten ist doch ganz hinten, ne? Der muss jetzt hier ran. Ich stelle mich mal jetzt hier auf den Platz drauf, auf die Rest Area. Harald muss noch Bakersfield, oder? Ja. Ja. Da müssen wir geradeaus, Spielberg, das ist hier am Schild angeschrieben, du bist falsch gefahren. Ich dachte, ich warte jetzt mal kurz auf euch, weil ich habe euch irgendwie nicht mehr gesehen, auch nicht mehr auf der Karte. Dann muss ich mich ziemlich. Aber auf der falschen Straße warten ist auch nicht so der Brüller, ne? Ja, ich dachte halt, dass ich nicht im Weg stehe. Da warten gleich andere Dödels auch noch. Hier ist richtig viel Verkehr. Autsch! Oh! Wow! Was ist jetzt hier los? Bourgeois Pipitsch hat einfach mal den Typen da. Alter, richtiger Stau hier, ey. Alkoholfreies Bier, muss ich an der Stelle mal wiederholen. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich hab's geschafft. Ich kann weiterfahren. Schusszitrone. Ich bin wieder on track. Mega Stau hier, Alter. Ein paar Leute am Tanken, oder was? Also wir müssen geradeaus. Wir müssen geradeaus, ja. Alle geradeaus. Ja, ich bin ja schon wieder gerügt worden, weil ich ja mit Fernlicht fahre, aber das ist doch, da kann ja ich nichts dafür, wenn dieses verkackte Licht bei dem Truck Simulator auch wieder so scheiße ist. Man sieht ja wirklich gar nichts, ja. Ja. Übrigens, ein wichtiger Hinweis, da wir gerade durch die Wüste fahren, wir dürfen das nicht verpennen zu tanken, weil irgendwann kommen keine Tankstellen mehr und dann hängen wir in der Wüste ohne Sprit. Und dann kommt die Arschgeier. Du hattest wirklich im ETS 2 deutlich mehr Tankstellen und Rastplätze. Aber ich finde das geil, dass es so ist, weil im Endeffekt in der Wüste ist halt nun mal nicht an jeder Ecke eine Tankstelle. Oh, das sind so die geilen Bodenwellen wieder, ey. Diese cool. Ich finde es halt doof, dass man nicht einfach am Rand sich hinstellen kann und schlafen kann. Das machen ja auch die Trucker in echt. Das ist so. Auf und ab hier Achterbahn. Ich glaube, Spielberger sind wir so schnell, fahren ein bisschen langsamer mal. Ich habe Motor, ich habe einen verreckten Motor, wie kann ich so schnell sein? Ja, ich was ist da los? Mehr. Hey, ah, ja, cool, da kommt ein Guten. Oh, da ist Guten. Wuhu! Oh, es kommt ein Konvoi entgegen, Konvoi entgegen! Ah, wir sind ja schon im Bakersfield. Ich nicht. Guten ist der orangene Blitz. Und ich häng immer noch hinten. Oh. Noch geradeaus oder ist hier schon rechts die Abladestelle? Bei wir sind in Bakersfield, keine Ahnung, wo die ist. Wir sind in Bakersfield. Ah, hier ist ja auch so viel los! Ja, ich weiß selber noch nicht, wo ich hin muss, das ist mein Problem. Ich fahr mal ganz langsam einfach. Ich weiß nie, wo ich hin muss. Ich hab eine Arbeitsagentur entdeckt. Also ich muss auf jeden Fall nach wie vor geradeaus. Wie ist es mit dem Einparken im Multiplayer-Modus? Gibt's da auch einen Schwierigkeitsgrad? Nee, ne? Ja, der ist viel höher, weil die alle die Einparkbucht zustellen und du nicht siehst, wo du hin musst. Ja, du musst blind einparken. Ich denke, es ist gleich. Irgendwie. Ja, ich hoffe, es gibt die Auswahlmöglichkeit. Na, schauen wir mal. Weil im ETS2MP konntest du ja, soweit ich weiß, nicht überspringen. Oder erinnere ich mich da falsch? Nee, du konntest schon überspringen, aber ich finde es jetzt mittlerweile viel schwieriger. Also das sind schon ganz schöne Hämmer dabei. Mhm. Die sind sehr schwierig gemacht. Teilweise auch das vorne einparken ist ziemlich schwierig, wenn das dann so eine kleine Parkbucht ist. Was denn vorne einparken hatte ich überhaupt noch gar nicht. Doch, hatte ich schon mal. Musst du vorwärts einparken. Oder auch mal Raffinerie bei so einer Straße. Das war eine ganz kleine Nebenbucht, da musstest du reinfahren. Schief, das war extrem schwierig. Okay, also hier ist die Ampel wieder durch. Auf Blinklicht. Ups. Vollbremsung. Gehen wir noch weiter geradeaus? Also ich... Weiß nicht, mit Harald warten. Ja, vielleicht wartet er einfach, ich gehe vor, weil... da vorne links müsste er rein. Hier, auf das nächste Gelände, oder was? Ja, was ist jetzt los? Wird hier überholt gerade? Nee, passt. Warte doch einfach gut. Hier haben wir Platz, warten wir doch hier einfach. Fahr genau, weil ich muss jetzt hier da rein, ne? Ja, wir sind nämlich schon vorbei. Oh, Burgers. Achso, ja gut, dann können wir hier links drehen. Warten. Können wir hier Burgers essen? Auf mich. Also ich muss jetzt immer noch geradeaus. Bakersfield ist Baking Bread. Ich stelle mich mal hinter Octox. Ja, okay, jetzt steht ihr da. Da kann ich euch jetzt überholen, ne? Ja. Ja, kannst du. Also ich stehe hier. Die anderen zwei fahren ja wieder fröhlich voraus. Die Arschgeigen. Was? Aber wir sind Burger essen. Wir sind beim Burger. Wir stehen beim Burger. Stehen bleiben.